Ja, grüßt euch, Burm. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema und zwar die Kunst des Amoks. Also das heißt in der alten Sprache Alpha Male of the Group. Also, dass man in diesem Kontext hier in der Gruppe der Mann ist, der weiter oben in der Dominanzhierarchie ist. Und das sieht man auch an diesen alten Pickup-Aspekten, dass wenn es darum geht, eine Frau zu verführen, da dies ja immer mit reinfaktoriert wird. Man darf es ja nie vergessen. Es ist hier diese Geschichte mit der Hypergamie. Die Frau kann ja nur alle 10 Monate schwanger werden. Deswegen wählt sie auch immer automatisch irgendwo den Mann weiter oben in der Dominanzhierarchie. Aber hier heißt es genau hinschauen, weil das kommt ja dann auch immer auf den Kontext an. Viele sehen diese Begriffe Alpha und Beta als so eine Identität, ja, so ein Hau drauf, Gorilla. Der dann sagt, Alter, jetzt habe ich Muskeln am Start und die leben dann in so einem Film und glauben dann, oh krass, ey, jetzt komme ich ja endlich damit bei den Frauen an. Aber das ist ja nicht dieses Mindset dahinter, wie man sagt, dass der mentale Ursprungsort bei einem selber ist, sondern das sind dann oftmals so unsichere Kerle, die sich dann hinter sowas verstecken. Die sind innerlich immer noch die gleichen Betas, auch sie wollen von anderen akzeptiert werden, sie wollen von Frauen akzeptiert werden und vor allem diese weibliche Bestätigung, der Pussy-Bettler, der Pickup-Artist, wie man ja böse sagt, ist ja dann genau das, ja. Die haben nur so diese Mauer mehr oder weniger aufgebaut, diese Maske und sagen so, guck mal hier, ich bin jetzt Alpha, aber nur um wieder anderen zu gefallen. Und das sehen wir hier dann vor allem, wenn sie in Beziehungen kommen, dann sehen wir auch viel schneller, dass diese Maske immer mehr dann auch fällt. Egal wie viel Muskeln oder in welchem Film sie dann immer leben. Kenne ich auch einige, die dann ja vermeintlich heftige Banger sind, aber schau an, wie sie sich dann in der Beziehung mit einer Frau auf die lange Sicht dann vor allem verhalten. Das sieht man dann sofort, wie der Leinengezwungene da ist. Vorne rum tut er hart und geht die ganze Zeit ins Fitnessstudio, aber im Mindset ist er immer noch der gleiche Beta-Leinengezwungene. Und das ist ja so spannend, wenn man nämlich da dann auch mal guckt, ja, aus welchem Haushalt die dann kommen. Ja, leider Gottes, wie schockierend ist es mal wieder, eine akute oder noch schlimmer chronische Single-Mutter. Die haben da nicht diese gefestigte Persönlichkeit, wo ein Vater dann da ist, wo er sagt, hey, schau, so verhält man sich durch sein Verhalten, sondern die modellieren sich das dann irgendwie so eine Maske zusammen und sagen so, Alter, shit, all dümm, guck mein Muskel an und glauben dann, dass das Alpha ist. Und daher rührt ja auch das ganze Problem mit der heutigen Männlichkeit in Anführungszeichen und dieser massiven Krise an Authentizität, weil mit so einem Single-Mutter-Haushalt weiß ich ja gar nicht, ja, was ist denn jetzt ein authentischer Mann? Und deswegen brauchen sie dann diese Alpha-Identität und es wird nicht mehr so abstrakt gesehen, ja, das ist eher so, ja, hier Eigeninteresse, der Typ hält sich dran und macht sein eigenes Ding. Dann versucht man da solche Bilder aufzubauen und sagt man, oh, das ist aber Alpha. Und dann wollen sie hier das dann als Identität aufnehmen und verhalten sich dann ganz eng in diesem Korsett, weil sie ja Angst haben und das Beta-Mindset immer noch am Start haben, dass sie von anderen nicht so akzeptiert werden. Sie sind ja nicht wirklich authentisch mit dem, was sie wirklich denken, sondern sie spielen nur die ganze Zeit diese Rolle. Sie leben in so einem Film und das sieht man dann auch die ganze Zeit, weil da diese überheftige Härte rauskompensiert wird. Aber das ist ja dann genau das, wie vorhin gesagt, sehr spannend, wie das dann wegbricht. Vor allem, wenn sie dann in einem Beziehungskontext sind und dann sieht man sehr schnell, wie sie hier zum Leingezwungenen werden, weil das ja innen immer noch drin ist. Und da gibt es ja auch einen heftigen Satz von Nietzsche, ja, die Reife des Mannes ist dann erreicht, wenn er wieder gelernt hat, wie ein Kind zu sein, so der O-Ton. Und das ist ja genau das, wenn man Kinder anschaut, die sind ja pure Authentizität, die sagen das, was sie denken, und die spielen nicht dauernd so eine Hyperrolle, weil sie dann hoffen, oh, was denken die und was wird der von mir denken, oder hoffentlich komme ich bei den Frauen gut an, auch oh, bitte, bitte Frau, spreche mich durch deine Anerkennung zum Mann. Oh. Das ist dann genau wieder dieses Beta-Mindset, ja. Mentaler Ursprungsort im Äußeren, es muss erst das gegeben werden, dann sind sie komplett. Oder auch mit dem Fitness, ja. Erst wenn 90 Kilo Bankdrücken machst, Alter, dann bist du echter Mann. Das sind auch wieder solche Externalitäten. Und das ist natürlich lächerlich und auch ein Zeichen von mentaler Schwäche, wenn man das wirklich dann auch glaubt. Und das kann man ja hinterfragen, reflektieren und sich dann wirklich ein bisschen stärker in der Persönlichkeit auch aufbauen. Aber das ist halt leider Gottes dann auch eine Nuance,
die hier verloren geht. Denn wenn man mal in den Knast schaut, wo man vor allem diese Dominanzhierarchien sehen, sind ja sehr oft nicht die heftigen Mucki-Männer, die sagen, was abgeht, sondern die schmächtigen Älteren, die dann ihre Dumb-Muscles haben, also die stupiden Muskelprotze, wie man es ja immer im Stereotyp auch sieht, und die Befehle von dem dann ausführen. Auch bei diesen ganzen Don Corleone-Geschichten, ja. Er ist so der total unscheinbare Typ, aber er sagt dann letztendlich, was gemacht wird. Und das ist ja dann hier wieder dieser Kontext, wo sie dann in der sozialen Hierarchie, in der Kompetenzhierarchie zu verorten sind. Weil hier hat er seine hohe Position durch sein Organisationstalent und weil er halt diese Mafia-Strukturen jetzt in diesem Negativbeispiel aufbauen kann. Und das wird dann sehr gewertschätzt und der wird dann als Alpha angesehen, in Verbindung mit diesem Mindset, was dahinter auch steckt. Und das wollen wir uns nämlich heute auch nochmal genauer anschauen, anhand hier eines Zuschauerkommentars, wo es ja auch darum geht, wie man jetzt in diesem kleineren Kontext so einen Wettkampf gegen andere Männer gewinnt. Und da sehen wir halt auch wieder diese Mechaniken der Hypergamie, was sehr spannend ist. Und damit kommen wir mal zum Zuschauerkommentar. Und zwar schreibt er hier, ich hätte folgende Frage. Was kann ich machen, wenn zum Beispiel ein Chat gleich optisch einen guten Eindruck bei Frauen macht? Als ich in einer Gruppe unterwegs war, habe ich gemerkt, dass ein Chat einen guten Eindruck hinterlassen hat. Der Eindruck bei den Frauen war erstmal rein von seinem Erscheinungsbild. Das ist ja oftmals das, ja. Da hast du sehr gute Füße schon in der Eingangstür, wenn man hier das Aussehen hat. Aber Body Positivity gibt es hier leider nicht für die Männer, ne? 1,80 und so weiter. Meistens kann ich dann im Gespräch trumpfen. Ich mache viel Sport, habe einige Hobbys und versuche, mich beruflich weiterzubilden. Das oben Gesagte mache ich, weil es mir selber Spaß macht und niemanden zu beeindrucken. Brauche ich irgendetwas ändern, dass es mir leichter fällt, das Game bei den Frauen zu rocken? Und das ist wirklich sehr interessant. Da muss man nämlich genauer hinschauen, wenn man sagt, okay, das macht er wirklich nur, weil es ihm selber Spaß macht. Aber hier sehen wir wieder, ja, was brauche ich? Welche Randpunkte muss ich erfüllen, um wieder von den Frauen akzeptiert zu werden. Deswegen bin ich da immer vorsichtig, auch wenn man selber solche Aussagen trifft, ob das jetzt wirklich so frei von der externen Anerkennung gelöst ist. Weil beim nächsten Satz ja dann steht, durch welche Reifen muss ich hüpfen? Jetzt hier überspitzt gesagt, aber trotzdem, das ist ja genau das, was da immer mitschwingt. Ich wollte dir schon lange schreiben, bitte mach weiter deine Videos. Ich habe auch schon einiges empfohlen, bitte hör nicht auf, vielen Dank. Und da kommen wir doch genau in diesen Aspekt. Ja, wenn jetzt hier der Chat in die Gruppe reinkommt, wie beim letzten Video, der Hipster-Chat, da hätte ich auch heutzutage ein bisschen anders agiert, beziehungsweise hätte ich es gar nicht so weit kommen lassen. Das ist ja auch sehr wichtig. Prävention ist immer besser, als da im Nachhinein überhaupt sich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen. Deswegen auch sehr wichtig, proaktiv da mit den Girls umgehen und sagen, hey, komm, gehen wir weiter, da unten gibt es ja leckeres Schnitzel, oh, hat vielleicht Lust und so weiter, dass man da halt diese Sachen proaktiv angeht. Aber hier habe ich mir einiges zusammengeschrieben, darum geht es nämlich hier bei diesen ganzen Dynamiken, ja, dass man nicht reaktiv ist. Also Nicht-Reaktivität ist der Schlüssel. Vor allem, dass man da in sich ruhend ist. Und wenn man nur so ein Pseudo-Alpha ist, ja, der vorne rum hart ausschaut und auf dicken Macker macht, da fallen solche Dinge halt oftmals schnell runter, weil dieses Kartenhaus dann schnell zusammenfällt. Und das ist auch die goldene Regel, das sehen wir beim Thomas ja immer wieder. Derjenige, der sich in einer Beziehung weniger kümmert, ist derjenige mit mehr Macht. Und das gilt natürlich auch für diese Amok-Battles, wie man ja sagt. Und das so spannend auch, dass man hier das Überflussbewusstsein haben muss und nicht in dieses Konkurrenzdenken, oh, ich muss ihn jetzt besiegen, reinfallen darf, weil dann ist man ja schon in einem Reaktionsmodus und emotional involviert. Deswegen muss man halt das wirklich trainieren, dass man die Weiber sofort fallen lassen kann, wie eine heiße Kartoffel, weil erst dann hast du ja diesen hohen Standpunkt in deiner Psyche, nicht Reaktivität an den Tag zu legen. Das ist ja genau das. Und wenn man dann in so eine Situation aber kommt, heißt die sogenannte Amused Mastery anwenden. Das ist dieses Neckische, wo man dann von oben ein bisschen herabschaut und dann halt da immer sagt, ja du, wie so ein kleiner 10-jähriger Bub, der dann hinkommt, den mal ein bisschen aufzieht. Ja? Das ist nämlich genau das, was es dann impliziert. Nicht-Reaktivität und ganz wichtig, wenn ihr das trainieren wollt, ist Meditieren angesagt, weil das ja nicht nur diesbezüglich sehr hilfreich ist, sondern auch um
sich vor negativen Situationen und negativen Gefühlen besser abzuschirmen. Denn wenn mal was Schlechtes passiert, streift dieses Gefühl wieder schneller ab und man kann es besser dadurch integrieren, indem man das erkennt, benennt und dann nicht zu sehr drauf verharrt. Und das führt dann auch zu einer stärkeren Frame Control, also dass man den Frame halten kann und nicht abknickt und reaktiv wird und so, oh, pass auf, das machst du hier fein nicht, weil sobald du das machst, siehst du ihn ja irgendwo als Gefahr und das liest die Frau ja. Der Mann, der nämlich hier mehr Reaktivität an den Tag legt und in Angriff geht oder Beleidigung, der fühlt sich ja bedroht durch den anderen, sonst würde er das ja nicht machen. Und dann ist ja genau das ausgelöst, der hypergame Zweifel, wie wir ja dann hier sehen, ja. Oh, verdammt, er ist doch weiter unten angelagert, weil sonst müsste er ja hier nicht so in den reaktiven Modus reingehen. Sehr spannend, wie das auch hier wieder funktioniert. Und das ist ja genau das, ja. Durch die höhere emotionale Stärke wirst du besser mit dem sozialen Druck umgehen. Das ist ja hier genau das, was wirkt, diese unausgesprochenen Grabenkämpfe, wo die Frau evaluiert, okay, wen nehme ich jetzt? Wer hat das Highest Fitness Gene? Und das sehen wir hier in diesem unausgesprochenen Duell und dass das eben sehr entscheidend ist. Du darfst nicht einknicken oder reaktiv werden, wie gerade gesagt. Und du musst in der Lage sein, dem sozialen Druck zu widerstehen. Im Wesentlichen ignorierst du ihn und behältst dadurch die Aufmerksamkeit der Gruppe, weil das ist ja genau das. Warum sollte denn in diesem Fallbeispiel, wie man öfters sagt, der Löwe darauf hören, was die Maus sagt? Und dieses Mindset, dieser Frame, der muss hier aufrechterhalten oder überhaupt wirken. Und das ist so spannend, dass das ja auch erst eintrainiert werden muss. Und vor allem, dass man dieses Mindset hat und sich da nicht überhaupt, oh, jetzt muss ich gegen den gewinnen und so weiter. Das ist ja dann oftmals ungute Dynamik, die dann hier herauskommen kann und zu dem Anziehungsabfall seitens der Dame dann resultiert. Und dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, den Chat auszustechen. Denn das ist ja dann oftmals die Variation, aber im Kern ist es genau immer so wie jetzt gerade beschrieben, dass man in der wahrgenommenen Dominanzhierarchie als Kerl weiter oben hier von der Frau gesehen werden muss, um dann hier die Hypergamie diesbezüglich auszunutzen. Und der hypergame Zweifel muss auf den anderen subtil gelenkt werden. Gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man sich dann mit dem, der versucht, die Schnitzel hier rauszunehmen, anfreundet, in Anführungszeichen. Und dann sagt er, ja, hey, grüße, ja, und wo kommst du her und so weiter. Und dass man das dann letztendlich so steuert, das Gespräch, um ihn letztendlich darüber sprechen zu lassen, was er für Karriereziele hat oder was hier in der Gegend so, wo sind die besten Frauen. Weil dadurch nutzt man oftmals diese Ego-Besessenheit aus, die diese Alphas haben, weil sie ja dann dadurch sich erklären oder sich aufbauschen müssen und sagen, ja, wow, das, dieses Ziel und das und oh, Weiber, oh, was habe ich schon gehabt und so weiter. Und dadurch tun sie sich eher dequalifizieren, weil diejenigen, die das verbalisieren müssen, ich bin ein Alpha oder ich, wie bei Game of Thrones, ich bin der König, derjenige, der sagen muss, dass er der König ist, ist eben nicht der König, weil das oftmals unausgesprochen ist, also implizit, dass man unbewusst automatisch das sofort wahrnimmt, ohne dass man hier das verbalisieren muss. Weil derjenige, der das dann verbalisieren muss, der ist ja dann genau dieser mental Schwache, der ja sich selber dadurch versichern muss, dass er der Alpha ist. Und genau das ist hier halt dieses Anfreunden und dann drüber sprechen, was er denn für Karriereziele hat oder wo denn hier die besten Frauen sind, weil das dann häufig in diese Fettnäpfchen eben reinsteuert. Was hier eben auch eine Option ist, ist, dass man auf diese Normverletzung hinweist, weil das ist ja genau auch, was hier stattfindet. Man ist in einer Diskussion, in einer Unterhaltung drin, quatscht hier so ein paar Schnitzel mehr oder weniger an und dann kommt einer her und sagt so, ja, hier, das und das, mag sich ja in diese Gruppe rein involvieren und den Typen ausstechen, wenn er wirklich hier drauf aus ist, was rauszuschnappen aus dieser ganzen Situation. Und was hier wirklich passiert, wie vorhin gesagt, ist eben ein neuer Frame, der von dem anderen etabliert wird oder er versucht es zumindest. Und da muss man sozusagen durch Körpersprache oder dann halt auch durch verbalisiertes, später noch ein paar Beispiele, darauf hinweisen. Weil hier ist ja wieder so ein wichtiger Aspekt, dass man als Mann keine Schwäche zeigen darf,
Und deswegen wird es ja auch immer wieder gefordert. Und dann sagen sie immer gesellschaftlich jetzt aktuell, ja, du, oh, toxische Männlichkeit, gell, das musst du abgewöhnen. Aber genau in solchen Situationen ist es ja dann wieder was, was Frauen sehr unattraktiv finden. Anstatt dass man dann hier aktiv Augenkontakt hält, stärkere Körpersprache aufrechterhält und nicht peinlich berührt wird oder sich irgendwie hypermäßig rechtfertigt. Alles, was eben hier in den Modus der Reaktivität reinkommt, weil solche Dinge eben sehr oft dann indirekte Aussagen sind, dass man weiter unten sich irgendwo im Status zielt oder halt dadurch diese Unsicherheit kommuniziert. Und darauf hofft ja hier in diesem Fall der andere. Und da muss man halt gucken, dass man das umdreht und auf die Normverletzung hinweist, ohne irgendwie sauer zu sein, butthurt, wie es im Englischen heißt, weil das ja dann auch wieder massiv genau hier das Spiel offenbart und er dann wieder raus ist. Und so lustig, wie der Mensch ja glaubt, oh mein, wir sind ja so über unsere Triebe erhaben, aber trotzdem hier natürlich die Mechaniken der sexuellen Selektion wieder vorzufinden sind, weil die Frau ja diesbezüglich auch den Mann dann evaluiert. Also man kann auch sagen, ja, der Typ möchte jetzt zufällig ins Gespräch kommen, um hier ein bisschen den Girls näher zu kommen. Weil durch diese Formulierung zeigt man, was Sache ist und man verknüpft es mit dieser, ja, Amused Mastery, dass man da so ein bisschen runter auf den schaut und halt sein Spiel offenbart. Sowas wirkt oftmals Wunder. Und es ist halt hier auch so wichtig, dass man hier nicht diese emotionale Schwäche dann sagt, hey, pass auf, das ist mein Mädchen oder irgendwie sowas. Weil da durch sagt man ja indirekt, hey, okay, ich sehe den als Gefahr und muss jetzt hier aktiv mategarden. Was ja letztendlich wieder die Frau ihm gegenüber mehr Anziehung aufbauen lässt. Ganz wichtig, sehe ich auch bei einem Kumpel aus dem Umfeld oder selber auch erlebt, wenn du da hier einen Schnitzel am Start hast und irgendein Ex oder Leute aus oder Männerfreunde aus ihrem Umfeld schießen gegen dich und versuchen dich runterzureden, dann findet sie dich in dem Fall mehr attraktiv, weil sie ja das Implizite immer rausliest. Die Frauen lesen ja immer den Kontext, ja, warum sagt er das raus? Und dann schließen sie hier oftmals raus, ja, der ist für den weiter oben in der Hierarchie angesiedelt, sonst müsste er ja von unten nicht nach oben schießen. Man greift immer den an, der den Ball hat, das ist ja genau das. Und sowas sieht man hier und deswegen sehr ungut, wenn man das dann in diesen Situationen macht, weil dadurch begibt man sich in solche unguten Dynamiken, indem er hier eine bestimmte Art der emotionalen Schwäche auch offenbart. Sehr wichtig, dass man das auch versteht. Gibt es natürlich noch weitere Klassiker. Ja, hey, woher kennt ihr euch? Ja, kennen uns geil. Und dann wird letztendlich hier auch der Zauber entlarvt. Oder auch ein Klassiker. Hey Mann, echt ein krasser Anmachspruch. Ich schreibe gleich mal mit. Vielleicht kann ich noch was lernen. Und sowas ist halt genau das, was alles wieder hier reinfaktoriert. Und letztendlich den in dieser Situation offenbart und rauskatapultieren lässt. Und es funktioniert natürlich nicht immer. Man ist ja auch anders emotional manchmal gestimmt, hat einen schlechten Tag und so weiter. Aber trotzdem kann es da ja natürlich sein, dass man seinen Frame verliert. Aber trotzdem kann man da irgendwann den auch wieder auffangen. Im Kern geht es darum, dass man es schafft zu zeigen, dass man diesem sozialen Druck gewachsen ist. Weil das eben der Nonplusultra-Status-Indikator ist. Weil, oh, der hat einen hohen Status, der hat es öfters, dass er sozialen Druck sich aussetzt und hier diese subtilen Machtkämpfe mitmacht. Der hat das Beste gehen, also nimmst du mit, denkt sich die Frau hier in diesem Fall. Oder meine Lieblingsgeschichte diesbezüglich ist, um auch den wichtigsten Punkt hier hervorzuheben, vor allem wenn ihr sagt, Alter, ich habe gar keinen Bock auf so einen Scheiß, ist auch das, was ich empfehle, ist einfach den anderen zu ignorieren und selber sein Leben auf so eine hohe Stufe zu bringen, dass die Frau automatisch weiß, okay, dieser Typ, mit dem sie gerade zusammen ist, in dem Fall ihr, weil ihr eben so weit oben seid, den möchte ich auf keinen Fall verlieren. Und das habe ich mal live gesehen, da waren wir hier unterwegs, ich und meine Kumpels, auch mit dem entstellten Cousin von meinem Kumpel, der Ephiel Tess. Der ist sehr unattraktiv, was die körperlichen Aspekte angeht, aber der ist halt ein Typ, der hat ein Maul wie ein Scherenschleifer und ist sehr gut im Sozialisieren und diese sozialen Aspekte, die Sozialkompetenz diesbezüglich zu lesen. Und da war eben auch so ein älterer Typ, der war in diesem Schickimicki-Club mit so einer Sonnenbrille unterwegs und hatte halt so eine richtige Trophy-Wife, wie man ja sagt, dabei, also ziemlich attraktiv.
Und da haben wir halt immer mit allen Leuten gequatscht und sind dann letztendlich auch zu denen hingekommen und haben halt gesagt, ja, hey, woher kommt der? Weil der Typ halt auch voll interessant ausgeschaut hat. Und man sich halt denkt, okay, der ist Sonnenbrille im Club. Hat er halt so erzählt, ja, er hat sein eigenes Unternehmen und das und hat dann total entspannt erzählt. Und währenddessen wir halt mit dem geredet haben, wollte der Effi Altes dem seine Trophy-Wife irgendwie anbaggern und hat halt dann mit der voll gut gewiped. Aber ihn hat das total eiskalt gelassen, weil der sich halt gedacht hat, irgendwo, das hat man an seinem Verhalten zumindest gelesen, lass mal den kleinen Gremlin hier meine Alte bespaßen. Weil er total relaxed war und weiter mit uns halt so erzählt hat und dann halt auch gesagt hat, ja, hier diese Tipps für das Unternehmertum. Und der hat es überhaupt gar nicht ernst genommen, dass da dieser Effi Altes war und die andere mehr oder weniger versucht hat anzugraben, weil seine Körpersprache das genau so gezeigt hat. Er hat ihn einfach ignoriert und gar nicht als Konkurrenten irgendwo wahrgenommen, als so nur so ein Neutrum, was da halt seine Gremlin Spaßeleien macht, um vor der Frau vorzutanzen. Und das ist ja genau das. Weil da kann er versuchen, irgendwie den anderen auszustechen, aber es ist so ein krasses, implizites Wissen in dieser Situation und auch für die Frau, dass das überhaupt gar nicht akzeptiert wird und nochmal verstärkt abgewiesen wird, weil der andere, der König, was auch sein Mindset sehr stark in seine Körpersprache und so weiter einfließen lassen hat und natürlich auch, weil er das durch eigene Leistungen dieses Selbstvertrauen, weil er das ja auch hat, letztendlich die Leistungen verstärken kann, einfach gewirkt. Sehr lustig und magisch fast schon, hier das zu sehen, wie der andere sich hier an der Dame hier abrackert. Und das ist halt sehr, sehr wichtig und eigentlich das Beste an dieser ganzen Geschichte. Anstatt dass man da dauernd guckt, ja, wie kann man jetzt als Pussy-Bettler die Sachen machen, um endlich dann bei den Frauen anzukommen, sich selber einfach so heftig aufbauen. Oder wenn ihr MGTOW seid und diesen Weg gehen wollt, dann kann man sagen, ja, baut euch selber zu dem Preis auf, den die Frauen niemals haben können. Also, wie gesagt, das muss die Nummer eins sein, wie er schon mal beleuchtet. Oder nicht nur einmal, sondern schon sehr oft in der Hoffnung, dass es endlich mal ankommt. Und zu guter Letzt kann man natürlich hier in solchen Situationen, wie anfangs auch gesagt, proaktiv rangehen, dass man einfach sagt, hey, komm, wir holen uns da hinten jetzt noch einen Döner oder machen das und das und so weiter und so fort, dass man einfach als Mann hier die Verantwortung übernimmt und auch die Dominanz und die Frau proaktiv rumführt und nicht da und da stehen bleibt wie so ein Pleb in der Hoffnung irgendwie, dass die Frau von sich aus das macht. Weil das ist ja genau das, was sie dann wieder so hochgradig attraktiv findet, diese männliche Dominanz, aber wie immer natürlich leugnet. Aber wie heißt es so schön, an ihrem Verhalten sollst du sie beurteilen? Und da sehen wir dann genau das, dass das ja wieder hochgradig interessant gewertet wird. Und damit hoffe ich, dass ich euch das näher bringen konnte und mit der Hoffnung, dass ihr euch nicht hinter solchen Begrifflichkeiten wie Alpha und Co. verstecken müsst und eure Persönlichkeit richtig aufbaut und vor allem kein Pussy-Bettler mehr seid. Also, Buam, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.